Was waren das für altertümlich unbequeme Zeiten, als man noch im Flur stehend telefonieren musste, einfach weil dort der Anschluss war? Oder als das Telefonkabel mit Stolpergefahr noch quer durch die Wohnung bis zum Sofa gezogen werden musste. Heute telefoniert man natürlich schnurlos. Das geahnt Dumme ist nur, dass viele der rund 30 Millionen kabelloser Festnetztelefone zwar bequem sind, aber ganz leicht abgehört werden können. Selbst die modernen und seit Jahreswechsel vorgeschriebenen Telefone. Mit einem Laptop und einem 23 Euro billigen Zusatzteil kann jeder von der Straße mithören. Birte Meyer und Friedrich Kurz haben den Test der Telefone gemacht. Schnurlos telefonieren, komfortabel und vermeintlich sicher. Und könntest du dir auch vorstellen, jetzt erstmal zu investieren? Bitte nennen Sie mir ziffernweise Ihre Kontonummer. Millionen Deutsche vertrauen darauf, dass Gespräche mit schnurlosen Festnetztelefonen privat bleiben. Ein Irrtum. Dabei hatte die Industrie versprochen, dass Schnurlostelefone mit dem sogenannten DECT-Standard abhörsicher seien. Und jetzt noch Ihre PIN. 5932. Doch Wissenschaftlern der TU Darmstadt ist es nun gelungen, genau diese DECT-Telefone abzuhören. Informatiker Erik Tews fährt durch Darmstadt. Sein Laptop erfasst binnen Sekunden die Funksignale zwischen Telefonbasis und dem schnurlosen Hörer. Also wir brauchen insgesamt 11 Sekunden, um alle DECT-Frequenzen durchzusuchen. Und wir haben jetzt hier gleichzeitig bestimmt 50 Anlagen, die wir hier sehen können. Pro Sekunde kommen 2-3 neue Basisstationen hinzu. Und prinzipiell kann man die meisten von denen auch abhören. Zum Beispiel die in der Martins-Apotheke. Mit der haben wir ausgemacht, dass wir einen Abhörtest machen. Aber die ist so krebskrank und da, Frau Hager heißt sie. Anschließend spielen wir Apothekerin Jutta Hechel das aufgezeichnete Gespräch vor. Sie gibt häufig sensible Patienteninformationen übers Telefon weiter. Aber die ist so krebskrank und da, Frau Hager heißt sie. Und sie braucht das Medikament ganz dringend. Jennifer, kommt mal her. Und Frau Waldhaus, kommt mal her. Das müsst ihr. Das ist das Gespräch und Sie haben es. Von außerhalb. Was? Ja. Das ist doch unglaublich, ne? So wird man abgehört. Ich habe jetzt gerade ja geheime Daten eigentlich gesagt, die keiner wissen soll, die im Haus bleiben sollen. Und meine Mitarbeiter, die schon verschworen sind, dass sie nichts sagen. Und jetzt weiß es die Allgemeinheit. Die Informatiker vom Forschungszentrum CASED beweisen, wie einfach schnurlose Telefone abzuhören sind. Man braucht dazu lediglich eine Steckkarte für rund 23 Euro, einen Computer und ein Programm, das die Forscher ins Internet gestellt haben, für jedermann abrufbar. Sie können, um Deckgespräche mitzuschneiden, auch problemlos im Auto durch die Straßen fahren. Immer dann, wenn Sie ein Gespräch sehen, halten Sie einfach an und warten so lange, bis das Gespräch beendet ist. Und das wird im Computer mitgeschnitten? Das Gespräch wird dann auf dem Laptop mitgeschnitten und das kann man sich dann später anhören oder auf einen MP3-Player kopieren oder was auch immer man damit machen möchte. Ziel der Forscher ist es, Sicherheitslücken zu offenbaren. Nur so wäre die Industrie zum Handeln gezwungen. Erich Kamper-Schröer vertritt den Herstellerverband DECT-Forum. Er spielt das Problem herunter. Schließlich sei die Reichweite der DECT-Telefone begrenzt. Wenn man sich das im wirklichen Leben vorstellt, müsste dann eine kriminelle Person, denn das Abhören von Telefongesprächen ist eine kriminelle Handlung, mit einem Überwachungslieferwagen direkt vor ihrer Haustür stellen. Oder wenn Sie eine Etagenwohnung haben, müsste sich diese kriminelle Person einige Tage vorher in die Nachbarwohnung einmieten. Das klingt etwas nach diesen Agentenfilmen. Von daher sehen wir derzeit, dass dass das Risiko für den Verbraucher eher gering ist. Eher geringes Risiko? Tews braucht fürs Abhören weder Überwachungslieferwagen, noch muss er eine Nachbarwohnung anmieten. Lediglich mit Laptop und Steckkarte klingt er sich ein. Diesmal in das Gespräch eines Sanitätshauses. Wir haben Ihr Telefongespräch. Okay. Ja. Alles klar. Ja, tschüss. Eindeutig. Eindeutig. Das ist das Gespräch, das ich vor eine Minute geführt habe. Das ist Ihre Stimme. Schauen, ob das wirklich so ist, wie vorher besprochen. Ja, ja, alles klar. Ja? Okay. Schauen, ob das wirklich so ist, wie vorher besprochen. Ja. Also für uns ein riesengroßes Problem. Ja, wir arbeiten hier mit super sensiblen Daten. Ja, wir sind ein Sanitätshaus. Das heißt, wir haben hier
Daten über Menschen, über Gesundheitssituationen, über Erkrankungen, über Handicaps, über Sachen, über die jemand vielleicht gar nicht offiziell reden will. Ja? Und ich glaube, wenn sowas abgehört werden kann und in dieser Deutlichkeit abgehört werden kann, ist das für uns die Konsequenz, das Telefon muss weg. Nachfrage im Handel. Wir drehen mit versteckter Kamera, wollen wissen, wie erfährt der Verbraucher, ob sein Telefon abgehört werden kann. Man erklärt uns, alle Schnurlostelefone haben den DECT-Standard und seien deshalb sicher. Die DECT-Telefone sind immer verschlüsselt. Die sind verschlüsselt? Die sind immer verschlüsselt. Das stimmt nicht. Schon 2003 warnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Für einen qualifizierten Angreifer stellt die digitale Übertragung allein jedoch kein Hindernis dar, wenn die Verschlüsselung in den DECT-Geräten nicht implementiert ist. Genau das ist aber bei vielen DECT-Geräten nicht der Fall. Schon seit 2003 ist also bekannt, in vielen Schnurlostelefonen ist die Verschlüsselung gar nicht aktiv. Sie können deshalb leicht abgehört werden. Der Industrievertreter will von Problemen nie etwas gehört haben. Es ist überraschend, dass die Hersteller unterschiedlich implementieren. Überraschend? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik war schon seit 2003. Das ist eine Information, die ich so nicht kenne. Die Aussage ist ganz klar, aufgrund dieser Unsicherheitsaspekte bei der funkübertragenen Telefonie raten wir dazu, sensitive Informationen, das heißt auch bei Telefonbanking, die Gespräche über Schnurtelefone zu führen. Wir fragen nach bei den Herstellern. Von 13 angefragten Produzenten antwortet gerade mal einer. Der behauptet, seine Telefone seien verschlüsselt. Der große Rest schweigt. Auch der Verbraucher erfährt beim Kauf nicht, ob sein Telefon abhörsicher ist oder nicht. Ich kann an der Telefonverpackung oder am Telefon überhaupt nicht erkennen, sind die Daten nun verschlüsselt oder nicht. Und das kann man sehr schnell ändern. Wenn das nicht freiwillig geschieht, dann könnte man eine entsprechende Informationsverpflichtung ohne weiteres auch gesetzlich erlassen. Zuständig ist das Bundeswirtschaftsministerium. Wir fragen nach. An eine gesetzliche Regelung zum Schutz der Privatsphäre sei nicht gedacht. Schriftlich heißt es: Spezielle mandative Sicherheitsstandards bezüglich Abhörsicherheit für Endgeräte existieren nicht. Wurden bisher mit Rücksicht auf die Förderung des Wettbewerbs und ein möglichst breites Produktspektrum auch nicht unterstützt. Die Politik schaut weg. Die Industrie darf weiter darüber befinden, ob sie die Privatsphäre der Bürger schützt oder nicht. Derweil sucht Tews vor dem Polizeirevier in Darmstadt mit seinem Laptop DECT-Telefone. Und findet gleich Dutzende Anschlüsse. Fehlende Datensicherheit mit Wettbewerbsförderung zu begründen, mit Verlaub, verehrtes Wirtschaftsministerium, das ist schon ziemlich verwegen.